geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute LS15 auf der Map Hof Bergmann zusammen mit dem Mac, Manus, Sachsen-Let's-Player und Pixel Spaß. Hallo! Da sind wir wieder. Back to the roots. So. Huch. Du wolltest jetzt den Anhänger Feld 20, ja? Ja, bitte. Dann fahren wir den doch da wieder hin. Das Gewicht. So, okidoki. Feld 20 ist da. Direkt unterm Hof. So, und dann gehe ich mit Freezy ein bisschen Wiese mähen. Wir machen wieder Gras. Wir haben uns ja auch einen neuen Ladewagen gegönnt, ne? Quasi derselbe wie der alte, bloß mit mehr Ladevolumen. Und haben wir finden. Was? Haben wir finanziell trotzdem kein Minus gemacht. Also allgemein natürlich im Vergleich zum Kaufpreis, ja, aber ansonsten haben wir genau die Kohle rausgekriegt, die wir auch für den neuen jetzt ausgegeben haben. Ja. Weil wir haben 51.000 und war zerquetscht durch den Direktverkauf rausgekriegt und der hat auch wieder so viel gekostet, also plus minus null. Naja, dann passt's. So, den hattest du schon hoch? Oh ja, den hattest du schon hochgefahren. Ja, den habe ich dir schon hochgefahren, ja. Ach, da. Dann reicht das ja hier, oder? Ja. So. Gut. Freezy, wir haben ja sonst alle Geräte oben, ne? Schwader haben wir oben. Ich glaube schon, ja. Meer haben wir oben und. Du brauchst nur noch, den Traktor hoch, anhängen, eiserne. Ach, das ist ja ein Traum, ist es ja. Nö, Träumle. Ach, ja. Ui. Randy ist unter die Schwaben gegangen. Ui, was in Räumle ist Schwäbisch. Mhm. Danke. Okay. Alles mit LE hinten dran ist Schwäbisch. So. Ja, stimmt, ja. Kasperle. Genau. Kasperle. Kasperle, sagt der Trafer immer. SCH und LE. Freezy, wo bist du? Zwischen Feld 5 und 6. Du bist schon also am Würgen, ja? Ich bin hier am Mähen. Oder was hast du gerade gesagt? Du bist schon am Würgen. Am Arbeiten. Würgen. Ja, ja. Am Würgen, hat er gesagt. Am Würgen. So, und wo ist jetzt der Schwader? Brauchst du nicht, hab ich doch. Brauchst du nur noch einsammeln. Naja, aber wo ist der Schwader? Weil Freezy mäht ja noch. Ja, ich bin Achso, du schwaderst. Jetzt habe ich verstanden. Ja. Da siehst du irgendwie noch einen Ballen auf der Wiese, habe ich gerade gesehen. Das eine ganz sein. Blöde Frage. Wieso sind hier Gullideckel? Wo? Hier am Rand vom Feld 20. Bei Gullideckel im Boden. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da wohnen vielleicht die ein kleines Highlight vom Modder. Da wohnen die Turtles, genau. Turtles. Ich war mal Leonardo. Scheiße. Was? Stroh. Kurze Stroh? Ja. Müssen wir das vielleicht vorher zettern? Nee. Na, das wird's ja weh. Ja, stimmt, ja. Na, aber Moment. Hatten wir das Problem nicht irgendwie gelöst? Bin ich jetzt harte? Wieso haben. Ich kann doch nicht schwimmen. Ist für Heu, Stroh, nicht so gut. Haben wir das gemacht? Das ist eine gute Frage. Wir haben das Ding doch mal aufgesammelt beim letzten Mal. Ah, ich glaube, ich hab. Das ist trotzdem so geworden und ich hab's halt trotzdem in Silo neu gekippt. Okay. Das dürfte trotz all dem funktionieren, ja. Dann müssen wir, auf jeden Fall auch Thomas nochmal fragen, was es damit auf sich hat. Ich habe ja gestern noch ein bisschen mit dem FSM-Team gequatscht und die haben sich ja nochmal die Modliste angeguckt und da haben sie gesagt, dass der E-Mod unbedingt raus müsste und das war nämlich dieses ZZZ-Multifrucht-Standard. Weil da bei denen, bei Ackendorf ist noch ein ZZZ-Multifrucht-Ackendorf drin und das darf mit dem Standardmodul. Dann. Ja, weil sonst das Spiel irgendwie nicht begreift, was ist. Weil das in der angepassten Version halt anders drin steht. Ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall sein könnte, glaube ich aber nicht dran.
Weil da gab's kein Spezielles, da gab's ja bloß dieses Abladegedöns dafür. Kann es sein, dass es aber vielleicht mit in der Map verbaut ist? Automatisch schon? Also. Aber dieses Tetset Multifrucht habe ich, also habe ich ja nicht separat runtergeladen. Das ist ja das, was das dann war in der ja Liste dabei stand. Ach so, ja, gut dann. Ist im Pack dabei, muss es auch rein. Ja. Eieiei, bergauf einsammeln ist immer so eine Qual hier, ey. Im Moment wieder ein bisschen hoch. So. Schon mal gespannt. Kann man in die Silos Stroh schmeißen hier? Ist ja die Frage, ne? Ja, ich hab das auch so gemacht. Glaube ich zumindest noch. Ist ja die Frage, ob er trotzdem noch Gras erkennt oder ob man auch Stroh reinschmeißen kann. Das ist die andere Sache, ja. Das ist die andere Sache. Ich kann es ja mal versuchen, bei Gras abzuladen in der Mischstation. Gucken, was er da sagt. Ja gut, das ist den Latte. Weil der das ja sowieso. Nein, Heu und Gras ist ja dasselbe, aber nicht Stroh. Ja. Stroh hat ja wieder ein extra. Stroh separat. Trigger da, ja. Genau. Also mal versuchen, aber ich habe, man sagt, mit den kleinen Sammelwaffen das auch so gemacht und da ging es ja genauso wenig. Da hatte ja auch das Problem. Soll ich das Mähwerk da wieder absetzen, wo ich es hergeholt habe, oder oben beim Hof? Ich überlege gerade, haben wir jetzt hier erstmal wiesetechnisch noch was, wo wir noch weitermachen können? Warte mal, unten, was ist denn mit der neuen? Ist das Wiese oder ist das Klee? Fahr mal hin. Butter. Das sieht nicht aus wie eine Wiese. Bis neben Händler ist noch die kleine Wiese. Naja, was ist auf der 13? Was ist denn die neuen Füsi, wie du gerade dort bist? Verwelkte Sonnenblumen. Okay. Echt verwelkt. Ja, nee, verwelkt. Das ist die richtige. Die Erntestufe. Ja, ist die Erntestufe von Sonnenblumen. Achso, ja gut, dann Sonnenblumen. Weil die ja gehäckselt werden. Also sowieso gehäckselt werden. So, dann guck mal bitte. Guck mal, was auf Feld. Warte mal, wir können ja auch mal hier kurz im PDA schauen. Bin ich noch letztens so ein kleines Feld nicht irgendwo gehabt? Das ist neben Händler, wie gesagt. Stimmt. War die 20, ne? Ne, Gras haben wir nichts mehr. Ne, neben Händler, unter Feld 10. Ja, Händler einfach. Also, das genau, ist kein Feld. 15, 10, das ist kein Feld. Soll ich da mähen oder? Mäh da noch, ja. Mahlzeit. Scheiß Cola. Zero? 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 Kommt gut was rum, ihr habt schon 85.000 im Anhänger. Nett. So, mal gucken. Das ist nicht rumsch. Ja, naja, Dings, um die Futtermischstation, falls wir das jetzt nicht abladen können dort als Gras. Und deswegen hatte ich es ja, glaube ich, so gemacht habe, dass gezettert zu Stroh, zu Heu und habe dann Ballen gepresst, Heuballen. Und das diese, hat man beim letzten Mal gemacht, ja. Genau, und diese dann dorthin gefahren. Aber es muss ja eigentlich mit Pickup muss es doch gehen, also. Ja, aber wenn er halt jedes Mal aus, wenn er jedes Mal Stroh draus macht, wie gesagt, das ist so eine Sache, die müsste ich da definitiv mal Thomas schreiben, dass er da mal drüber schaut, was da nicht stimmt.
Da ist irgendwas falsch. Über den Wolken. Ah, ja, ja, ja. Hier muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Oh ja. BDS würde ich sagen, deine Hube geht. Ja, ging? Ja, schön. Ging gut, klingt gut. Das freut mich schon. Ja. Momentan. Du lebst gerade, ob es irgend sowas auf Weltgeschehenes Interessantes gibt. Da gibt es leider auch nicht. Ist auch mal schön, wenn es nichts gibt. Ja, stimmt auch wieder, stimmt auch wieder. Irgendjemand hat ein Baby gekriegt, das ist seit 2 Tagen in den Twitter-Trends. Hä? Ja, ja. Aber das passiert täglich mehrere tausend Mal. Ich weiß, auch von irgendeinem Promi halt. Ach so. Ich habe gestern, gut, ist jetzt schon 3-4 Tage her, wo ihr das seht, aber habe ich so mal so eine kleine Reportage gesehen über die Kardashian-Familien-Clan. Ja, nicht nur du. Über den, also ist ja Wahnsinn, ne? Ohne Witz. Absoluter Wahnsinn. Die halten insgesamt um die 300 Millionen an Vermögen, schätzen sie. Ja. Und das Krasseste, finde ich, ist ja der Vater. Ohne Witz. Der Vater ist ja jetzt eine Frau. Ja. Caitlin, ja. Der Vater ist... Das wusste ich aber gar nicht. Was sagst du? Das wusste ich vorher gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Das sieht ja auch aus wie... Ja gut, die haben Geld, um sich dann... Das Witzige an Caitlin ist, es gab eine South Park-Folge, da haben sie sich über Caitlin lustig gemacht. Da war sie noch Bruce und da hat sie auch noch nicht zugegeben, dass sie transsexuell ist. Und da haben sie gesagt, da haben sie vorausgesagt, im Grunde, da kam in den Nachrichten, kam, dass sich Bruce Jenner zur Frau hat umwandeln lassen. Also in South Park. Und das ist ja jetzt erst Jahre später wirklich passiert. Das fand ich so lustig. Das war ein Insider. Ja, die wussten das. Nein, natürlich nicht, aber ja. Chrissy hat uns auch verlassen. Goodbye. Ey. Warum das? Er hat ein Disconnect. Ey. Das hier ist Stroh. Ich kann das hier auch nicht mal im Silo abkippen, Alter. Ne? Ohne in dem Fermentiersilo? Ich muss mal eben das Bildschirm hier schwarz machen. Ja, in dem wird's. Ja, in dem geht's, weil da kann man Stroh reinschmeißen, oder? Ja, aber mir geht's ja um die anderen Silos, um die Fahrsilos. Die wollte ich ja jetzt mit Gras füllen. Ach so. Das ist doch Bullshit hoch 10. Wieso können wir kein... Das ist doch scheiße. Was ist denn, wenn du da Ballen ablädst in so einem Silo? Das funktioniert nicht, oder? Grasballen? Nee. Das geht nur bei der Futtermischstation, der akzeptiert die Ballen. Aber wie haben wir denn das letzte Mal gemacht? Ach, das war Häckselgut, was wir da reingehauen haben. Ja. Oh, okay, gut. Ach, von der Maisernte. Wie hohl das gerade ist, ne? Wir tun hier Rasen mit. Dann lass uns das anders machen. Dann lass uns das Ganze, lass uns das Ganze zu Grasballen pressen. Können wir Grasballen pressen oder müssen wir es erst heu machen? Nö, können wir Grasballen pressen. Dann lass uns das zu Grasballen pressen, was wir jetzt noch haben. Wohin? Die Grasballen in die, dass man zumindest für die, warte, ich hab's gleich, Mischstation. Also. Dass man dafür Heu oder Gras zumindest. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich absolut nicht, warum wir hier kein Gras einsammeln können. Was das für ein fieser Bug ist. Aber um nochmal auf Caitlin zurückzukommen, wusstet ihr, also was ich meine, ich hatte das mitgekriegt, weil ich habe ja so etliche Nachrichten, ich lese halt auch viel über die LGBT-Community und da war das natürlich ganz groß, als das dann soweit war. Aber was ich nicht wusste war, dass der Typ ja, also als er noch Bruce war, mal Olympia-Athlet war. Also Das stimmt, ja. Das war mir dem Zeitpunkt neu. Die Kardashian, das sind doch solche Amis hier, die durch solche TV-Soaps unter anderem sind, oder? Ne? Ja, und Bruce Jenner, also der Stiefvater, beziehungsweise wie gesagt Caitlin, der ist ja da erst später dazugekommen. Also die Kardashians sind ja nicht von dem, wie gesagt, der Stiefvater. Also. Oh. Ja.
Aber da haben sich die richtigen gefunden. Ja. USA macht's möglich. Ach, Jana sagt gerade, die Jüngeren sind von ihm wohl. Ah, okay. Das wusste ich auch nicht. Ich überlege gerade, wo hat's denn die Tiere angezeigt? Okay. So. Die 18-Jährige, ne? Oder wie alt die ist? Ja, ja. Also die Jüngste ist auf jeden Fall von ihm. Jana meint, es könnte sogar sein, dass alles, was nach Kim kam, von ihm ist. Also wie gesagt, ihr seht, es gibt halt überall Kindle, Kylie, Kendall, Kylie. Die sind von ihm. Sagst du, kann ich das Gerät hier benutzen? Du kannst das Gerät hier benutzen. Mach's dann an jetzt, ne? Dann mach's mal an. Und sie hat ihr Gerät auch benutzt, wie man hört. Wir sind fertig. Freezy. Ach so, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei den anderen vorbei. Die stehen unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao. Leute.